Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von Bellride. Ja, erstmal möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken dafür, dass sich so viele neue Leute hier eingefunden haben und mir beim Spielen zuschauen möchten. Also herzlichen Dank dafür. Freut mich wirklich sehr, dass ihr hier seid. Und für alle, die auch neu sind auf meinem Kanal, joint gerne in unseren Discord-Server. Hier können wir über Bellride quatschen, über Enshrouded quatschen und über sonstige Sachen, über die ihr gerne quatschen möchtet. Also den Link dazu findet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Und solltet ihr Fan von EMP sein, dann vergesst nicht meinen Rabattcode in der Infobox. Da findet ihr alle weiteren Infos dazu. Und jetzt rede ich nicht lang, wir schauen ins Spiel. Let's go! So, wo sind wir denn jetzt im letzten Part stehen geblieben? Genau, wir haben... Oh, dieses Längen, das nervt. Wir haben hier unsere kleine Sammelstelle schon mal vorplatziert und da oben den Holzfällerplatz. Das müssen wir eigentlich jetzt noch fertig machen, damit wir hier so ein bisschen, ja, uns auch auf den Winter da mal vorbereiten können, weil ich natürlich noch keine Ahnung habe, wie der Winter hier so ist. Was können wir denn jetzt hier noch alles erforschen, was uns irgendwie helfen könnte? So ein Bogen wäre natürlich auch nicht schlecht, gell? Aber dafür braucht man eben so eine einfache Schnur und Schilfrohr. Habe ich noch nichts. Plankenschild, braucht man ein Seil, geht nicht. Rennofen geht auch nicht, wobei, ich habe vergessen euch zu sagen, als ich die Wölfe-Quest gemacht habe, habe ich auch ein anderes Erz gefunden. Ich muss nochmal gucken, ob es jetzt Zinn war oder nicht. Wenn es tatsächlich Zinn war, könnten wir tatsächlich auch den Rennofen schon machen. Aber das muss ich, wie gesagt, nachschauen. Ein Reiseschild ermöglicht schnelles Reisen zwischen zwei oder mehr Zeichen. Das ist auch geil. Aber das brauchen wir noch nicht. Zaun brauche ich jetzt auch erstmal noch nicht. Sammellager haben wir noch nicht erforscht. Grubenholz. Produziert Holzbretter aus Baumstämmen. Stehende Fackel. Trapperlager. Ein Arbeiter sammelt die Erträge von platzierten Tierfällen ein und stellt sie automatisch wieder auf. Das ist natürlich cool. Dafür brauche ich aber auch eine Schnur. Die Dorfhalle, der zentrale Knotenpunkt eines jeden Dorfes und ein erster großer Meilenstein, der fortschrittlichere Gebäude freischaltet. Dafür brauchen wir Riemen. Reiß dich gefälligst am Riemen. Nein, ich rede nicht weiter, sorry. Haben wir auch noch nicht. Waffenständer, Dorfhalle. Ja, was könnten wir denn jetzt erforschen? Ich habe doch keine Ahnung. Wisst ihr was? Wir erforschen jetzt einfach die Fackel. So. Dafür brauchen wir 3 Holzdinger und 5-mal Flachs. Jetzt muss ich mal gucken in der Kiste, ob da noch Flachs drin ist. Nee, den habe ich doch irgendwo hin. Wo habe ich denn den hingeräumt? Vielleicht hier rein? Nee, aber da ist eine Fackel drin. Das ist meine Fackel. Die nehme ich mal mit, weil die kann man immer gebrauchen. Nee, ich habe tatsächlich keinen Flachs. Hä, bin ich doof? Ja, anscheinend. Na gut, okay. Dann brauchen wir auf jeden Fall Flachs. Was brauchen wir jetzt hier dann nochmal dafür? Baumstämme, 5 Stück, auch Flachs und Holz. Okidoki, Antischoki. Dann gehen wir jetzt mal auf die Flachs-, Holz- und Baumstammjagd. Und vielleicht können wir ja dann in dem Part auch noch kurz ein bisschen erkunden gehen. Oder wir machen die Quest, die wir bekommen haben, diesem Schrein. Gucken wir mal. Wie weit seid ihr denn schon in dem Game gekommen, ohne mich jetzt großartig zu spoilern? Das würde mich mal interessieren. Was ist das hier für eine Pflanze? Ah ne, das ist auch Flachs. Ich dachte, ich könnte hier die gelbe mitnehmen. So. Stock. Brauchen wir. Ich glaube, dann habe ich auf jeden Fall genug Flachs zusammen für diese Sammelstelle. Komm, wir nehmen mal Beeren auch wieder mit. Und dann können wir doch hier gleich diese Setzlinge da nehmen. Stöcke. Und was ist hier auch noch ein Stocki? Hier ist auch einer. Hier sind voll viele. Wie praktisch. Stock, Stock. Nein, nein, halt, halt.
Stock. Jetzt haben wir 11-mal Holz. Gucken wir doch mal, wie weit uns das jetzt bringt. Weil die Holzstelle, da müssen wir ja auch noch machen. Ich weiß nicht, was er tut. Ich glaube, er sammelt irgendwas. Ach so, Quatschkopf. Wir gehen erst zum Forschungstisch. Kommt noch einmal das rein und 5-mal hier der Flachs. Okay, dann kann er jetzt forschen. Und hier kommt der Rest hinzu. Oh, ein Flachs brauchen wir noch. Und auch noch mehr Holz. Wisst ihr was? Dann nehmen wir gleich mal den Baum, der hier steht. Baumstamm nehmen. Können wir dann gleich hier reinschmeißen. War das jetzt nur einer hier? Ja, schaut so aus. Never mind. Dann gehen wir halt hier oben weiter. Forschung abgeschlossen. Stehende Fackel. Gucken wir uns gleich an. Die haben wir jetzt da. Kleine Falle, stehende Fackel. Wo ist denn... Genau, wenn wir den Rennofen freischalten, dann kriegen wir ja hier die ganzen Barren, die wir machen können. Jetzt wollte ich doch aber mal schnell schauen. Wo ist denn dieses... Hier, Sammellager. Wenn wir das erforscht haben, dann können wir Räuchergestell, Bergbaulager, Schlammsammler und Schaufel, Webstuhl. Der wäre natürlich gut für Klamotten, gell? Aber eigentlich meinte ich diesen Gemeinschaftsplatz. Wo ist denn der? Scheune. Dorfhalle. Die habe ich gemeint. Und dann kommt ein Rathaus. Na gut, okay. Weiter im Text. Das war jetzt leider auch nur einer. Schade. Gut, 3 Stück noch. Ist hier oben schon voll leer geräumt. Aber ich habe ja gesagt, ich will ja eigentlich sowieso einen anderen Platz. Vielleicht finde ich irgendwo noch einen See, mal abgesehen von dem bei dem Dorf, wo ich mich dann ansiedeln kann. Oder da unten, da ist es ja auch relativ flach. Müssen wir mal schauen. In die Falle kann ich doch auf jeden Fall wieder die Beere reintun. Und dann kann ich den Baum hier fällen. Oder schneiden. Ich schneide ihn mit der Schere durch. Seht ihr? Hat ganz gut geklappt. Höhe, Inventar ist voll. Ach, mit den ganzen... Ja, natürlich. Braucht das Ding hier denn auch noch Stöcke? Nee, das braucht einfach nur Baumstämme. Okay, dann gehen wir zur Lagertruhe. Oder hat es hier unten noch Stöcke gebraucht? Aber da trägt er gerade welche hin. Dann einmal zur Lagertruhe. Und die ganzen Stöcke. Alt alle. Ah, das ist nice. Du hast also Alt gedrückt, klickst dann auf die Leinsamen und dann tut er dir alle Leinsamen rüber oder halt eben hier das Holz. Dann kann er da jetzt nämlich das Holz nehmen. Wo war denn jetzt schon wieder der Baum? Ah, hier. Jetzt wollte ich gerade sagen, ich bin wieder maximal lost, aber... Bin ich wohl doch nicht. Schneiden wir ihn mal kurz. Hallo, kannst du einfach weitermachen? Danke. Mist. Also Maximum 2 Baumstämme kann man nehmen. Dann ist das Inventar leider voll. Das hätten sie ruhig auf 3 hochmachen können. Aber ist jetzt gar nicht so wild. Dann laufen wir halt nochmal.
So, wo ist der dritte? Da. Hier liegt auch ein Baum. Ah, ich glaube, das ist der, den ich dann da in der Nacht nicht mehr gefunden habe. Der auch irgendwie so blöd zum Schneiden ging. Weil man hört gar kein Hackgeräusch. Jetzt hat. So, mehr wie den können wir sowieso nicht mehr nehmen. Keine Ausdauer mehr. Und ich will mein Geld zurückhaben. Gut, dann braucht es noch einen Flachs. Können wir den anderen Baumstamm dann gleich hier reinschmeißen. Na, na Quatsch. What are you doing? Gut, 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 gut. Ich hoffe, dass er jetzt mal den Flachs holt. Hey, da sieht man, wie die Beere in der Falle liegt. Ist ja witzig. Was haben wir denn hier? Können wir den auch fällen? Ja. Wenigstens geht es recht schnell. Das hat nur einen Stamm. Ich möchte es doch hinzufügen. So, genau. Also drei Stück noch. Und wir müssen die Axt reparieren. Die ist nämlich gleich im A. Wieso kommt denn da immer nur eins raus? Menno. Ha! Oh. Sie macht halt auch schon echt witzige Geräusche, gell? Eine noch. Und war hier nicht irgendwas, was ich noch sammeln konnte? Ja, die Beeren. Ah, das ist schon wieder zu nah am Dorfvieh. Wie sieht es damit aus? Auch. Und hier einer. Den kann man schneiden. Schauen wir mal, ob das noch klappt mit der Axt. Na, da so ist. Oh, und er hat einen Flachs gesammelt. Super. Das ist der, der uns für die Sammelstelle da noch gefehlt hat. So. Jetzt nehmen wir doch das trotzdem mit. Ach so, nee. Toll, das kann ich jetzt wieder nicht schneiden, weil es schon in das Gebiet vom Dings reinfällt. Das ist sehr belastend. Okay. Construction. Steck mal die jetzt weg, das nervt. Construction wir mal hier diese Holzfällerhütte. Könnte nicht er das jetzt auch machen? Was machst denn du jetzt? Baust du auf? Ja. Er baut es jetzt auf. Nice. Oh, und das da unten hat er auch schon aufgebaut. Oder? Fehlt da noch was? Er hat doch gerade den Flachs gesammelt. Mensch. Wo hast du denn den hingeräumt? Hm. Vielleicht setzt er seine Priorität jetzt aber erstmal da oben hin, wobei er jetzt da lang geht. Hey, und da ist eine Kuh. Wo kommt denn die her? Oder was ist das, ein Schwein? Ah, nein, das ist eine Kuh. Hallo, grüß dich. Na du, kommst du uns besuchen? Kann ich die irgendwie... Oh ja, nein, sie läuft weg. Schnell hinterher. Oh scheiße, ich habe das Vertrauen in Herrn Dingsy verloren, weil die Kuh da noch drin war. Einmal laufen, Pöppes. Ich habe keine Ausdauer mehr.
Ja gut, dann schleich dich halt. So ein Blödmann. Also, wo waren wir stehen geblieben? Flachs. Oder hast du den jetzt? Halt, bleib mal stehen. Inventar, er hat den Flachs. Okay, dann lasse ich ihn jetzt einfach mal machen. Dann können wir uns jetzt mal darum kümmern, dass die Axt repariert wird. Dafür muss ich aber, glaube ich, mal kurz hier das wieder mitnehmen. Oder zumindest eins. Keine Ahnung, ich nehme jetzt mal drei mit. Und dann gehen wir daher. Reparieren. Die einfache Axt. Oh, dafür brauche ich noch einen Rohstein. Was war jetzt? Okay. Aber er hat es wenigstens fertiggestellt. Lager öffnen. Okay, da kann ich also einfach auch was reintun, beziehungsweise er. Dann fehlt uns ein Steinistein. Wisst ihr was? Bevor es jetzt dunkel wird, gehen wir doch mal dahin zu diesem Ausrufezeichen. Und da finden wir dann auch bestimmt noch ein Steinchen. Ah, und hier ist das Schreinchen. Ha. Oh, ich liebe diese roten Blumen, die sind so süß. Heidnischer Schrein, untersuchen. Heidnischer Schrein bei Herndin. Leiden Sie, wie wir leiden, oder lachen Sie über unsere Not. Hört uns, o mächtige Götter. Wir widmen uns dem Erwerb eures anhaltenden Segens des Wohlstands. Wir beten, dass ihr annehmt, was wir zu bieten haben, egal wie dürftig es sein mag. Okay. Opferkasten, Opfergaben plündern. Oha, was habe ich denn jetzt da alles geplündert? Ah, hier ist das Lehrlingsbuch für Beweglichkeit. Benutzen. Jetzt habe ich nicht mitgekriegt, was es gemacht hat, ehrlich gesagt. Benutzen? Ach so, kann ich das jetzt einfach hier... Lese ein Gewandtheitsbuch. Aber sonst kann ich hier nichts anklicken. Naja, gut. Wieder zurück hierhin. Also wir haben diese alte Münze. Gewürzter Fleischeintopf. Feiner Eintopf. Und ihr habt gesehen, dass ich wieder Münzen bekommen habe. Und jetzt steht hier tatsächlich aus 46. Ich bin gespannt, wie lange noch. Aber gut, dann haben wir ja quasi das jetzt hier auch entdeckt. Hier hinten ist das Kupfererz. Genau, hier waren nämlich dann auch die Wölfe. Hier ist Salbei. Das finde ich halt auch cool, dass es hier so auf der Karte angezeigt wird. Das ist hier Hanf. Und jetzt haben wir hier auch noch ein Questziel. Da müssen wir dann aber... Ist das auch noch in Herndin? I don't know. Kehre zu Oscar Lancelet zurück. Ja gut. Erstmal brauchen wir ja noch den Stein. Hier hinten hat es bestimmt einen Stein. Ja. Nehmen wir doch mal ein paar mehr mit gleich. Supi. Dann haben wir ja jetzt halt auf jeden Fall, ja, ich würde sagen, vielleicht so eine solide, Moment, Wissensbücher. Diese Bücher enthalten wertvolles Wissen. Nutze es, um deine eigenen Fähigkeiten oder die deiner Siedler im Inspektionsbildschirm zu erweitern. Sie können die Beherrschung von Fertigkeiten erheblich verbessern, aber fortgeschrittenere Bücher erfordern. Was soll man drücken? P? Ah ja, da waren wir ja vorher schon. Ach, und ich lese es jetzt quasi gerade. Ja, okay, alles klar. Dann haben wir ja auch hier jetzt noch die Quest, einen weiteren Gefangenen anzuheuern. Quatsch, was für Gefangenen? Einen weiteren Gefolgsmann. Dafür brauche ich aber 300 Ansehen. Das kriege ich bestimmt wieder, wenn ich die Quest abgebe. Oh, und hier ist was in der Falle. Tierische Überreste.
Können wir noch mal was hinzufügen? Nee, haben wir gerade nichts. Sehr schön. Dann hat er das Lager hier ja auch gemacht. Könnt ihr mir vielleicht sagen, wie das mit diesem Holzfällerplatz funktioniert? Please, da wäre ich euch wirklich dankbar. Keine Aufgabe, fehlendes Axt. Ja, okay. Ja, Leute, also Quatsch, na, ich möchte da nichts rüber tun. Ich möchte ja mit Alt das hier reintun und die ganzen Steine auch. Dann lasst uns doch jetzt mal gemütlich ans Feuer chillen. Ach so. Ja, das ist wieder typisch ich. Nehmen wir mal 4, weil ich brauche ja Zunder, um das Feuer anzumachen. Und da reparieren wir jetzt mal die einfache Axt. Dann ist das auch dann. Und jetzt können wir hier das Fleisch hinzufügen. Habe ich noch irgendwas, was ich hinzufügen kann? Nö. Aber hier, Moment, machen wir mal das Holz hinzu. Schön. Jetzt brät unser Fleisch hier. Er legt was ins Feuer. Das ist sehr nett. Das Fleisch braucht noch. Können wir uns doch jetzt hier auch nochmal umschauen. Okay, also ich würde sagen, dann machen wir im heutigen Part auf jeden Fall noch die Quest hier fertig. Gucken, was wir hier sonst noch so finden. Und vielleicht können wir dann im nächsten Part mal... Sollen wir uns mal in so ein Banditenlager wagen? Ich weiß es nicht. So, jetzt ist unser kleines Stückchen Fleisch hier auch fertig. Quatsch, das andere war ja hier. Das nehmen wir dann auch. Super. Jetzt ist die Frage aller Fragen. Komm, wir essen mal eins. Und ich glaube, hier anhand dieser Leiste sieht man, wann das verdirbt. Was ist denn, wenn ich das jetzt auch noch mampfe? Und das auch noch. Aha, dann habe ich das jetzt hier dreimal voll. Und oha, was für ein fetter Lebensbalken da halt plötzlich ist. Krass. Aber Leute, wir gehen jetzt pennen. Tag 6. Ein Tag bis zum Winter. Hä? Ich dachte, ich hätte noch mehr. Wo ist der zweite Tag hin? Also, ihr wisst schon, oder? Hä? Naja, Wayne. Wir sind auf jeden Fall noch richtig gut ausgeruht und haben richtig fetten Lebensbalken. Jetzt machen wir uns mal auf in die City, damit wir da zu Oscar zurückkehren können. Das ärgert mich jetzt, dass ich vorher der Kuh auf den Hintern gehauen habe und wir jetzt deswegen 10 dieser Punkte verloren haben. Mann. Und da geht die Sonne auf. Wie schön. Also ich hoffe ja wirklich, dass sich die Entwickler daran halten und das Spiel hier auch weiter voranbringen. Denn ich habe jetzt schon in manchen Kommentaren auch gelesen, dass es anscheinend bei alten Spielen, von denen nicht so prickelnd lief. Das ist natürlich schade. Und wir können halt einfach nur hoffen, dass es für dieses Spiel dann anders wird. Aber ich kann es nur nochmal sagen, mir gefällt es. Und ja. Will nicht reden, steckt deine Waffe weg. Mein Gott, die stellen sich aber auch an. Die Zeiten sind hart, aber mit ein wenig Geld und geschicktem Handel kann man immer noch gedeihen. Was hast du heute auf Lager? Stoffköcher, Pilzeintopf, einfache Pfeile, Fell... Einfache Axt, verstärkte Keule, Zimmermannshammer, wird zum Bau von Stadtstrukturen verwendet. Ja, ich kann mir halt nichts leisten. Ich bin ein armer Hund. Jetzt sind hier voll viele mit einem Ding. Bleib du mal da. Ja, benötigt ihr etwas? Kann ich Ihnen mit etwas helfen? Ah, ihr seid genau die Person, auf die ich heute gehofft habe. Meine Frau, Gott segne sie, hat sich in einer dieser neuen Bücher vertieft, die Oscar mitgebracht hat. Sie glaubt, sie hätte ein Heilmittel für mein Gedächtnis ist in letzter Zeit etwas lückenhaft. Ich könnte also wirklich deine Hilfe gebrauchen, um ein paar Kräuter zu sammeln.
Natürlich, Dalibor, ich helfe gern. Du bist ein guter Kerl. Hier ist die Liste. Kerl? Sie wachsen in der Nähe des alten Brunnens außerhalb des Dorfes. Gut. Das finde ich ein bisschen doof, dass diese Konversationsdinger immer so schnell weggehen. Also man muss wirklich, wenn man jetzt in dem Fall wie ich vorliest, wirklich voll rushen, weil sonst kommt man nicht hinterher. Naja, wir haben auf jeden Fall eine neue Quest bekommen. Können wir ja auch mal hier auf Verfolgen klicken. Ah, Hanf, Salbei und Flaxi. Und wir müssen da lang. Warte mal, ist der jetzt gerade an uns vorbeigedüst? Halt, bleib doch mal stehen. Ich habe nicht viel Zeit, wenn ihr etwas braucht, macht es schnell. Ach so. Hä? Oskar. Zu Oskar müssen wir, stimmt. Und der war der, der da hinten steht. Jetzt war ich gerade verwirrt. Das war aber, weil ich jetzt die andere Quest quasi aktiviert hatte, gell? Hallo, mein lieber Oskar. Seid gegrüßt. Suchen danach Wissen. Ihr seid an den richtigen Ort gekommen. Die Bücher, die ich habe, sind nicht nur Tinte und Papier. Sie sind Schlüssel, um euer größtes Potenzial zu erschließen. Bezüglich der Schreine. Habt ihr einen Schrein in der Nähe von Herndien gefunden? Ja, ich habe einen gefunden. Er war ziemlich faszinierend. Darauf ist ein altes Gebet eingraviert. Wunderbar, du hast ein echtes Talent dafür, nicht wahr? Jedes Fragment der Vergangenheit, das du aufdeckst, ist ein wertvolles Stück, um unsere Geschichte zu verstehen. Ich bin gespannt darauf, von anderen Schreinen zu hören, die du findest. Ich werde die Augen offen halten. Vergiss deine Belohnung nicht. Wähle eins dieser Bücher. Ernten oder Handwerk? Ich nehme Handwerk. Plus 50 Vertrauen in Herndien gewonnen. Coolo. Hat der jetzt nochmal was für uns? Nee, okay. Nun gut. Dann... Dem müssen wir ja Zeug bringen und wir brauchen noch diesen Gefolgsmann. Wieso hatten das drei rote? Weil es schwierig ist? Keine Ahnung. Belohnung 150 Vertrauen. Ist natürlich geil. Verfolgen wir das jetzt. Gut, Leutis. Dann würde ich den Part an der Stelle aber auch beenden. Hat wieder super viel Spaß gemacht. Und zwar so viel, dass ich jetzt gleich einen neuen Part aufnehmen werde. Haha. Aber den seht ihr dann erst morgen. In dem Sinn, einen wunderschönen Abend euch, ihr Lieben. Und bis zum nächsten Mal. Bye.